So, seid ihr auch bereit für ein weiteres aufregendes Erlebnis? Das Nasenspray wirkt. Wir können weitermachen. Wir fliegen jetzt erstmal zum Nordkrater, wenn ich weiß, wo der nochmal war. Das weiß ich natürlich nicht mehr. Ich fliege jetzt einfach mal hier hoch, weil Nord ist ja im Norden und hier ist Norden. Das sieht doch nach dem Nordkrater aus. Sephiroths Energiebarriere ist zusammengebrochen. Sid, kann das Luftschiff reinkommen? Hä? Es ist mein Pilot, oder? Natürlich kann er überall hingehen. Stimmt, tut mir leid. Hey, Kate Sis, was jetzt? Moment mal. Scarlett, Heidegger, was ist los? Warte, ist Reef? Ist Reef Kate? Ich weiß immer noch nicht, wer Kate Sis ist. Mann! Seltsam, ich kann den Präsidenten nicht erreichen. Nicht zum Präsidenten zu Sister Ray. Huch, was ist los, Reef? Du redest so komisch. Dann ist Reef tatsächlich. Das ist alles unwichtig. Der Ausstoß der Reaktoren nimmt ganz von allein zu. Oh, Moment mal, das wäre unklug. Es muss 3 Stunden abkühlen, oder es geht nicht. Das geht nicht. Er lässt sich nicht bedienen. Die Maschine ist auf Großrechnerbetrieb umgestellt. Wir können das nicht bedienen. Was ist mit dem Großrechner? Wer? Was ist mit dem Großrechner? Wer? Was? Hey, ruf den Großrechner an. Wie? Warum erteilst du Befehle? Ist mir egal, wie ihr es anstellt. Der wahnsinnige Hojo. Warte nur, Sephiot. Ich werde dir Marco geben, als dir lieb ist. Hojo, halt, die Kanone. Nein, Midgar ist in Gefahr. Ein oder zwei Midgars, ein lächerlicher Preis. Hojo. Der ist echt wahnsinnig geworden. Zeig's mir, Sephiot. Er ist nah. Überschreite die Grenze des Wissens. In deiner Gegenwart ist die Wissenschaft machtlos. Ich gebe nach, wenn auch ungern. Lass es mich nur sehen. Der ist wahnsinnig. Hey, tu was, du große Katze. Tu was, du große Katze. Wir sinken. Hojo macht das alleine. Hä? Das gefällt mir nicht. Du bist verhaftet, Reef. Es ist tatsächlich Reef. Okay, gut. Ich hatte es nicht mal in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Jetzt ist es zu spät, um es noch zu verbergen. Könnt ihr den Marco-Reaktor nicht stoppen? Wir können es nicht stoppen. Du bist von Shinra, oder? Warum ist es unmöglich? Wir haben einen langen Weg hinter uns, also versuch jetzt nicht, uns reinzulegen. Das ist nicht gut. Was war das? Das habt ihr nicht gesehen? Es kam einmal kurz ein bunter Bildschirm bei mir. Und dann war alles schwarz. Jetzt ist das Bild wieder da. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Nicht, weil ich es irgendwie cool finde. Ich habe Angst, dass jetzt was mit meinem PC ist. Okay, das war jetzt nicht cool. Das... Uiuiui. Ich hoffe, das war irgendwie nur ein Wackelkontakt oder so. Von dem HDMI-Kabel oder so. Puh. Okay, jetzt ist das Bild aber wieder da. Ich kann dich nicht zwingen, mir zu vertrauen. Du verdammter Narr. Verstehst du denn gar nichts von dem, was ich sage? Shinra ist mir scheißegal. Wenn du ein Mann bist, nein, wenn du ein Mensch bist, rettest du den Planeten. Liegt dir denn überhaupt nichts daran? Niemals, wenn wir den Reaktor abschalten, bricht die Hölle los. Warum kannst du nicht einfach das Ventil schließen? Ja, es ist einfach, die Ventile des Reaktors zu schließen. Aber unter dem Reaktor sind Schächte, damit die Energie entweichen kann. Wenn sie erst einmal offen ist, ist es unmöglich, sie zu schließen, ohne dass alles in die Luft fliegt. Und wir können nicht versuchen, das Ausströmen der Energie zu verhindern. Eine Explosion!
Diese Explosion wird viel stärker als die Explosion von Reaktor 1. Verdammt! Vergiss es, die Kanone, wir müssen nach Midgar, das ist jetzt das Wichtigste. Muss zuerst Hojo stoppen. Okay, auf nach Midgar. Sieht so aus, als wären Claude und die anderen auf dem Weg, kommt mir nicht in die Quere. Sei nicht albern, seit wann erteilst du hier Befehle? Die Friedenstruppe wird alles tun, um den Feind zu schlagen. Wegen denen, das ist privat. Der Präsident ist tot, mir rede keiner mehr rein. Ich werde die neue Waffe einsetzen. Reef! Hey, warte! Claude, alle, es tut mir leid, aber... Aber du wirst kommen, oder? Ich weiß. Hey, ich übergebe euch das Schiff. Ich gehe nach Midgar. Midgar. Wie kann Reef eigentlich die ganze Zeit K-Cis steuern? Das scheint es drauf zu haben. Ich glaube, wir müssen da drüber fliegen. Aber ich möchte noch kurz einmal Barrett reinpacken. Frage ist für Yuffie oder Vincent? Ach komm, für Yuffie. Wir machen das jetzt einfach so. Dann kriegt Barrett jetzt einfach genau dieselben Materia wie Yuffie. Wenn das denn in seine Waffe passt. 4078 AP, ey. Der Tank. Hat der Materia ausgerüstet? Nee, gar nichts. Boah, okay, krass. Ausrüsten erstmal. Okay, das sieht schon mal gut aus. Mikrolaser. Wird auch das Beste im Moment sein. Absorbiert Feuer. Was haben wir hier? Oh. Aurora-Armband. Ah, es hat aber nur 4 Slots. Das Feuerarmband aber auch. Zauberabwehr ganz hoch, aber dafür... das ist schon geil, aber... Ja, die Abwehr ist halt extrem tief unten. Shinra Beta. Neutralisiert Blitz, Erde, Wasser, Gift, das ist auch nice. Und hat 6 Slots. Komm, die Geleibwache rüsten wir mit ihm aus. Alle Zeit. Zauber plus, Asteroid, das sieht gut aus. Glück plus. Kommt Titan. Extra HP. Kälte. Chocomok. Genesung. Feintech und Phönix. So. Haben wir noch was anderes für den Phönix? Ah, egal. Zelt? Okay, auf geht's. Ich glaube, wir müssen drüber fliegen. Ja. Wir haben Midgar erreicht.
Selbst wenn wir es dahin schaffen, Midgar steht unter Kriegsrecht. Wir schaffen es nie, uns in die Slums zu schleichen. Sieht so aus, als wären alle Verbindungen zu den Slums abgeschnitten. Hey, hey, wozu haben wir wohl die Highwinds? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Wenn nicht zu Land, dann durch die Luft. Okay, wir springen mit Fallschirm über Midgar ab. Kurz bevor wir das machen, ich wollte noch mal sagen, in der letzten Folge haben wir so viel geschafft. Der Part um Midgar, so, oder allgemein der CD1-Part, war mega lang. Und wir sind ja jetzt hier gleich am Ende. Ich meine, man hätte noch ein, zwei Sidequests machen können, aber die schiebe ich auf CD3 auf. Aber dass es dann so schnell geht, ich hatte das ein bisschen länger in Erinnerung. Ich glaube, das hier wird jetzt der Final Part von CD2, wenn ich mich nicht irre. Also, wie lange haben wir jetzt dafür gebraucht? Der Anfang mit dem Schneegebiet, der hat sich ein bisschen gezogen. Port Kondo ging schnell. Es ging alles eigentlich relativ schnell, ne? Also gut, ich wusste auch viel, wo was war. Aber trotzdem. Naja, egal. Wir sind ja auch schon irgendwie bei 30 Stunden fast oder so. Nein. Ja. Also los. Hui. Hui, hui, hui. Und Vincent braucht gar keinen Fallschirm. Schlaue, raffinierte Biester. Warum sieht man wohl nur diese fünf da springen? Weil Yuffie und Vincent kann man halt verpassen, ey. Schade. Die haben auf so vieles geachtet. Das hätten sie auch noch animieren können. Ehrlich mal. Oder programmieren können. Heidegger ist hinter euch allen her. Drum ist es da draußen gefährlich. Lasst uns in den Untergrund gehen. Ich speichere jetzt nochmal auf den hier ab. Denn man weiß ja nie, ob Hojo oder so am Ende Spoiler zu stark wird. Hier stinkt es, bringen wir es hinter uns. Hier geht's rein. Entschuldigung. Bitte, schnell zur Marco-Kanone. Irgendwo, ich hab ein Déjà-vu. Da ist die Kiste. Aber da kommen wir jetzt so noch nicht hin, wenn ich es richtig sehe. Hier ist die Absperrung. Nein, doch nicht. Eieieiei, okay. Okay, hier haben wir Nummer 1. Oh, hier kommen Gegner. Wie unerwartet. Oh. Zweimal Schlag. Oh, das war ja easy. Easy. Okay, die standen auch hinten. Da ist der Schaden. 1600 XP. Sehr geil. Ein Elixier. Okay. Was ist das denn? Okay, das sieht cool aus. Aber woher? Was bist du? Das ist bestimmt irgendwie ein Baby, was ausgesetzt worden ist und dann durch die Marco-Energie wie so radioaktiv sich entwickelt hat. 3000 Gil für das... Wow.
Die will ich farmen. Wenn davon 3-4 Stück kommen, das sind 12.000 Gil. Das ist sehr nice. Aegis-Armband. Hatten wir nicht schon mal so eins? Was hierfür? Nee. Zauberabwehrprozent, 50%. Oh, wow. Okay, krass. Ey, das ist gar nicht mal so verkehrt, das Band. Okay, DLA. Ja, jetzt nicht. Ich will erstmal halt noch ein bisschen Materia leveln. Das ist für mich wichtiger als der Schutz quasi. Nichts geht über Materia. Da bin ich mir einig mit Yuffie. So, die Frage ist, sind wir jetzt... Okay. Okay, die halten mehr aus. Okay, die mal jetzt alle mit Feindlich. Falls nochmal 3 kommen, dann setze ich natürlich Zauber ein. Ich hätte jetzt gedacht, weil die anderen so schnell gestorben sind, dass die auch genauso schnell sterben. Habe ich mich halt geirrt, kann ja auch mal passieren. Nette EP, nett und auch nettes Geld. Kann ich hier runterklettern? Ja. Oh. Wir können Ultima zaubern. Oh. Sehr gut. Das ziehe ich doch gerne mal in Betracht. Es war eine Falle! Einer von denen, okay, einer. Aber von hinten, das heißt, wir machen weniger Schaden und er mehr. Glaube ich. Ja, wir machen auf jeden Fall weniger Schaden. Ach genau, das wollte ich gerade mal gucken. Wir haben ja mit Cloud, meine ich, letzter Schliff gelernt, ne? Tornado-Hieb, ah, okay. Das war nochmal letzter Schliff. Prüfen. Tornado-Hieb. Fegt alle Gegner weg. Ah, okay, so eine Attacke ist das. Das ist wahrscheinlich für schwache Gegner sehr interessant, aber ich denke, Meteorregen ist ansonsten immer noch besser. Das war die Attacke, die so eine klassische Final Fantasy Attacke, die Gegner einfach aus dem Spiel fegt, ohne Schaden zu machen.
dass wir bei Bossen leider nicht funktionieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ein Elixier, sehr nett. Oh, oh, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Zauberatem ist echt stark. Wow! Okay. Okay. Boah, was? Und gibt nur 1500 AP, ich werde nicht mehr. Kann man bestimmt was Gutes stehlen oder so. Aber trotzdem, das war stark jetzt. Da hätten wir selbst 1500 HP mehr nicht. Selbst Cloak wäre gestorben. Ich glaube Barret sogar auch noch. Wow. Aber vor dem müssen wir uns in Acht nehmen. Da haue ich aber alles raus, wenn der kommt, ey. Sternenmegafon. So, da ist auch noch eine Treppe, oder? Oh, habe ich das übersehen, ey? Fuck. Ah? Max Ray. Ist aber nicht die ultimative Waffe, oder? Ich habe die eigentlich anders, aber... Oder? Nein. Aber trotzdem, die ist ja mega stark. Die hat sogar noch einen besseren Slot. Die hat zwar, geht dann beim Angriffprozent auf 98 runter. Das heißt, man kann auch mal verfehlen, aber... Wow. Okay. Ich weiß aber jetzt nicht, wo wir hin müssen. Ah? Halt, ah, ich glaube, ich habe es gesehen. Okay. Ich glaube, so einfach. Komme ich jetzt hier wieder hoch? Okay, Barret macht jetzt gut Schaden, ne?
kam? Ach hier. So einfach. Aber das wurde gar nicht als Weg markiert. Darum habe ich... Ich habe nur auf die Pfeile geachtet. Darum habe ich das gar nicht gesehen. Das wird der richtige Weg sein. Ja. Habe ich gar nicht gesehen. Aber sehr gut. Da haben wir wenigstens eine gute Waffe für Barrack gefunden. Weil die Waffe da oben hätte ich jetzt auch nicht gesehen. Also die Kiste. Ich hätte die Kiste da rechts gesehen. Aber da hätte ich wie da gesagt, oh, die haben wir verpasst. Deswegen, aber ich möchte jetzt auch ungern, muss ich zugeben. Fuck. Ich habe hier drauf gespeichert. Okay, jetzt müssen wir eh hier mit leben. Okay. Komm, ich kann ein Zelt benutzen. Toll, komm, jetzt noch ein Monster. Auch noch ein Behemoth. Okay. Okay, das ist so eine Abschlusstechnik anscheinend. Pff, 5000. Keine Abschlusstechnik, es lebt noch. 5000, ey. Kann ich direkt wieder zum Speicherpunkt gehen, mich heilen. Egal. Ich glaube, wenn wir jetzt nach unten gehen, ich möchte auf jeden Fall den falschen Weg gehen, weil hier gibt es noch ein Item. Das habe ich nämlich damals, wo wir von Anfang an hier waren, damit verwechselt. Warum ein Angriff von hinten? Gibt es nämlich eine nützliche Substanz, wenn ich mich nicht irre. Was macht das? Ach, es verlangsamt uns. Ah, okay, ein Gehmachtzustand, okay. Ich hoffe, dass nach unten gehen richtig war. Au, das tat weh. Nice. Monster sind hier gefährlich, besonders die, wenn die Cloud verwirren. Ich hoffe, ich laufe richtig, also richtig
den falschen Weg. Das war nice. Und nicht den richtigen Weg. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch bis 1 geht. Wir sind jetzt bei 4. Das Schlimme ist, wir müssen den ganzen Weg auch wieder zurückgehen. Oh Mann. Okay. Toll, jetzt verschwende ich Ultima dafür. Für eine Person, aber dann können wir es auch mal sehen. Tausende. Das ist einfach ein Flächenschaden. Das ist... Oh, das hat aber viele Mana abgezogen. Eieieiei. Okay, Kraftkapsel. Hier ist ein Lag. Galactus. Und ich meine nicht die Frames. Da ist auch was. Abwehrkapsel, okay. Ich rieche es, die Kanone ist woanders. Okay, ich glaube, dann sind wir richtig. Zwei Kisten. Gemütskapsel und Zauberkapseln. Wo ist meine Substanz? Da! Und ein Speicherpunkt. Okay. X-Objekt, sehr geil. Und wenn ich mich nicht recht erinnere, gibt es nämlich etwas super Tolles an dieser Materie. Gibt sie jetzt einfach mal. Wem gebe ich die jetzt? Ich wollte speichern, verdammt. Ich habe, aber ich will mal gucken, ob es funktioniert. Okay, gegen das Monster, das ist natürlich scheiße. Das lassen wir jetzt hier mal. Vincent ist eh getroffen, also steht ja immer noch. Okay, Sackgasse. Ich direkt wieder ein Zelt benutzen. Ja. Toll, können wir den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ah. Thank you.
Seht ihr das? Das ist natürlich... Ich weiß nicht, ob das so vom Spiel gewollt ist. Aber so kann man seine paar Items verdoppeln. Wir machen sie jetzt aber nicht zu hoch. Wir machen sie bis auf 40, komm. 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Okay. Ich will nur mal was testen. Okay, so geht's auch hoch. Okay. Ich weiß nicht, ob das vom Spiel gewollt ist oder nicht. Ich stelle es mir ein bisschen OP vor. Ich weiß echt nicht, ob es ein Glitch ist. Ja, egal. Wir benutzen es einfach mal. Geheilt. Aber das ist gar nicht so verkehrt, weil dann kann man später viel besser leveln. Nicht, weil man ein Elixier hat, sondern es gibt ja Gegner, die wollen dann ein Elixier haben und die gehen sehr viel EP und AP. Bei denen kann man dann leveln. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob es vom Spiel gewollt ist oder nicht. Darum werde ich es jetzt nicht imbusen, sage ich mal. Aber ich werde es auch nicht auf andere Items jetzt noch machen oder auf das Item. Ja, weil ich finde es ein Stück weit OP, aber manche Gegner verlangen harte Maßnahmen. Ich wollte es euch nur zeigen, dass es halt funktioniert. Falls ihr das machen möchtet. Es kann sehr nützlich sein, auf jeden Fall. Ich denke mal, es ist ein Glitch, aber oder falsch programmiert. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Das habe ich damals zufällig herausgefunden, dass in meinen Kindheitstagen weil auf das kann man ja auch ganz schnell kommen. Dann denkt man sich, okay, das Item und das und dann, nee, ah, doch nicht. Dann drückt man B und dann sieht man auf einmal, hä? Okay. Dann probiert man es nochmal und dann klappt es. Es ist halt noch nicht mal so ein schwerer Glitch. Es passiert ja sofort und ja. Darum konnte ich mir diese Materie auch so gut einbringen, weil ich halt wusste, dass es geht. Darum bin ich auch damals, wo wir zum ersten Mal hier im Tunnel waren, dachte ich, dass man die da schon bekommt. Aber habe mich ein bisschen geirrt. War beim zweiten Besuch. Jetzt müssen wir noch den Weg zurück irgendwie überleben. Vincent? Vincent? Ich finde das Herbe stark. Also das ist einer der stärksten Gegnerattacken, finde ich, wenn sie unsere Premates quasi verwirren. Nee. Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ups. Wasser und Strom, das ist nicht gut. Hier liegt überall Wasser und überall sind hier Stromkabel offen. Das kann nicht gut sein. Ich hoffe, Klopp wird jetzt nicht angegriffen. Also zumindest nicht von dem Viech. Okay, sehr gut. Jetzt können wir mal Ultima in vollem Potenzial ausleben. Ich finde, die Animation geht ziemlich schnell und macht viel Schaden. Er braucht aber auch viele Mana. Ich glaube fast 200 oder so.
130, okay. Geht ja noch. Damit richtet er auch mittlerweile viel Schaden an. Und Turbo-Ether gegen die, das ist auch ziemlich nice. 3 Stück, ey. Geil. Nein, da sind sie. Mist, jetzt habe ich mich nicht aufgeladen. Was sollen wir nur tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Elena, reiß dich zusammen. Wir sind Turks, Elena. Ja, du hast recht. Na los, wir haben zu tun. Wenn es unbedingt sein muss, unsere Order war, euch zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es drunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Das ist der Geist der Turks. Glaub mir. Worauf wartest du? Okay, lass es uns zu Ende bringen. Wir kämpfen nicht. Du zeigst Mitleid? Glaub nicht, die Turks wären Narren. Elena, warte. Reno, meuterst du jetzt etwa? Shinra ist erledigt. Es ist aus. Ruth. Elena, du warst ein wunderbarer Turk. Leb wohl, wir sehen uns wieder, wenn wir überleben. Okay, die kämpfen tatsächlich nicht. Vergiss den Geist der Turks nicht. Unser Auftrag ist beendet. Ich hätte, glaube ich, kämpfen können. Aber egal. Ist egal. Na los, los, los. Ja, aber in welche Richtung? Bei mir ist alles klar. Los, lauf. Kanone? Was? Wohin? Verdammte Kanone. Okay, falscher Weg. Nein, nein, zu Sister Ray geht's nicht hier lang. Was? So, meine Freunde. Ich würde sagen, ich beende hier die Folge und in der nächsten Folge gehen wir mal ins Gebäude rein? Oder folgen wir jetzt Katsis? Ich weiß es noch nicht. Wir sehen uns auf jeden Fall jetzt gleich oder beziehungsweise morgen in einer anderen Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.